Endlich geht's weiter mit der Edition Deutsche Vita. Auch Subkultur hat sich jetzt dazu durchringen können, bei etlichen Titeln nicht mehr nur eines, sondern mehrere Cover-Artworks anzubieten, weswegen es natürlich spannend ist, für welches Cover-Artwork man sich selber entscheidet. Mein Problem ist, dass offensichtlich der damalige deutsche Filmplakat-Stil, beziehungsweise das, wofür sich Subkultur entscheidet, nicht wirklich mein Stil ist. Deswegen, es ist wirklich nicht böse gemeint, wenn ich das sage, aber ich finde das einfach nur absolut hässlich. Ich kann nicht mehr sagen. Wobei ich dieses Cover-Artwork dann tatsächlich noch etwas weniger hässlich gefunden habe als das andere, weswegen ich mir eben dann auch dieses zugelegt habe. Es ist halt einfach irgendwie ein bisschen seltsam anmutend, den Filmtitel einfach gleich einmal sechsmal aufs Cover zu klatschen, Hinweise auf den Regisseur bzw. die Darsteller einfach zwischen die sechs Filmtitel zu knallen und dann hier ein ziemlich mau ausgeschnittenes Bild der Hauptfigur einfach noch über die Filmtitel zu knallen, was, ich meine, vor allem das Bild in seiner Absurdität sei schön und gut, aber so entspricht das nicht dem, was ich mag. Was ich aber sehr wohl mag, ist die Tatsache, dass alle Elemente der Edition Deutsche Vita natürlich auch bei diesem Release genauso und genau dort sind, wo wir sie erwarten. Auch sehr schön eben hier die Aufteilung auf dem Spine. Mittlerweile sind wir ja schon bei der Nummer 11 angekommen. Auch hier das Backcover ist genauso gestaltet, wie wir das Ganze gewohnt sind. Das ist halt wirklich etwas, das ich Subkultur sehr hoch anrechne, dass sie das eben auch nach Jahren noch gleich behalten und nicht wie viele andere Labels einfach irgendwann einmal ändern. Drinnen wartet dann, ach ja, natürlich, nachdem der Film schon auf dem Frontcover Bübchen, 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 Bübchen geheißen hat, heißt dann auch natürlich der Filmtitel hier im Inneren Bübchen, 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 Übchen, Bübchen, Bübchen, Pchen, Bübchen, Bübk. Ja, was davon zu halten ist, glaube ich, brauche ich nicht dazu sagen, wobei ich dieses Digipack hier schon immer bei jedem Unpacking aus der Edition Deutsche Vita kritisiert habe. Wobei ich es da eigentlich mit dieser Wiederholung und mit diesem teilweise abgeschnittenen fast noch irgendwie recht cool finde. Dann auf der anderen Seite wartet natürlich wie gewohnt der Inhalt des Sets. Einerseits auf der linken Seite ein Booklet, das wir mal durchblättern können. Wie von der Reihe gewohnt, finde ich relativ einfach gestaltet, aber meiner Meinung nach sieht das weder billig noch schlecht noch sonst irgendwas aus, sondern macht optisch durchaus was her. Geschrieben wurde das Booklet diesmal von Ulrich von Berg und ist ein Auszug aus der Biografie Das Kino des Roland Klick. 16-seitiges Booklet. Außerdem bekommen wir in dem Digipack natürlich wie gewohnt im Design der Edition Deutsche Vita eine Blu-ray, eine DVD und unterhalb der beiden Discs, beziehungsweise dort, wo das Booklet eigentlich ist, drei einzelne Bilder, die hier untergebracht wurden und kein durchgehendes Design. Es ist, wie gesagt, designtechnisch etwas, wo man auf jeden Fall sagen muss, Subkultur hat einen Stil gefunden, hat sich für einen Stil entschieden. Das Ganze sieht weder billig noch mehr oder weniger inkompetent gestaltet aus. Und die Tatsache, dass das Ganze nicht mein Stil ist, ist ja jetzt nicht unbedingt was, was man ihnen vorwerfen oder zur Last legen muss. Trotzdem muss ich sagen, schön finde ich's nicht.